Moin Freunde und willkommen zu Borderlands auf neuem Planeten mit dem alten Bolias. Hallöchen. Ja, moin sind zusammen. Junge, sind die Alten geblieben in der neuen Welt? Das ist einfach schön. Oh, Freunde, die Musik geil. hier ist sehr mystisch, haben wir gerade schon festgestellt. Es ist ja im Grunde genau so. Es ist ein Pfadfindertreffen hier musikalisch. Wer bist du hier? Oh, passend für ups. den Kampf. Ich bin Maya. Komm zu mir ins Marktviertel. Ein Bataillon Maliwan-Soldaten zertrampelt mein Haus und ich würde mich über Hilfe freuen. Du weißt schon, bei ihrer Auslöschung. Und die Verbündete, die ich meine, nennt sich Maya. Maya! Geil, sind deswegen die Mayas untergegangen, deiner Meinung nach? Auf jeden Fall. Nice, Mann. Scheiß Die Historiker. konnten, ja, die konnten halt nicht richtig singen und haben sich selber zerstört. Ja, wenn man die Welt nicht unterhalten bekommt, dann hat man es auch nicht verdient zu überleben irgendwie. Eben. Jo, ich hoffe, wird ein Und guter schon sein Part in Volk diesem Sinne. unterhalten So, musst du noch was Brauchen wir kaufen? Nein, irgendwas? wir waren Rubel ja. vielleicht? Nö, ich Nö, hab wir waren ja eigentlich auf dem alles. Ich Schiff. bin full, Leute. Full. Geil. Komm ins Café und bin selber Wo müssen wir full. hin? Ach, einfach durchlaufen. Alles klar. Dann laufe Durch. ich mal. Überall Es Kerzen. wäre Durch, toll, durch. wenn außer meiner Schülerin noch jemand hier Junge. wäre, der keinen Eid der Gewaltlosigkeit geleistet hat. Apropos. Oh. Ups. Da ist jemand umgekippt hier. Okay, die Post ist da. Gib dir mal morgens deinen Briefkasten auf, sind erstmal über 30 Euro drin, Alter, würde ich. Ey, Würde jeden ich nur Tag dann gönnen, so. ja, oder? Bam. Ey, ich gar kein Problem, ey. Habibi. Kein Ding. Oh, was schießen die denn? Was schießt denn ihr? Dann schieße ich halt Vögel, Alter. Brennende Vögel. Fucking Ho-Oh ist Ja, unterwegs, Junge. dann Werden wir möchte das ich hier machen? aber auch noch mal ein bisschen rumdenken. So Dass ich auch muss es mit nämlich meinen sein. Mit meinen Junge, die haben auch, die haben ein bisschen Technik. Ich bin bald da. Ich sorge nur für etwas. Karma-Neuausrichtung. Karma-Neuausrichtung. Ah, das sind jetzt hier keine Feuerwillis mehr. Das sind jetzt Schneeronnies, hast du gesehen? Ja, wir wollten die einfrosten, Das ist naja. ganz schön frech, meiner Meinung nach. Alter, was machst du denn? Ist das bei mir? Nee, der kippt Oh! das hier runter, Alter. Lava! Feuer, ne? Lava, Lava! Mr. Lava, Lava, Der Alter. Boden ist Putz! Lava. Lava, es ist ein Schwarzfels-Bosskampf hier. Oh shit, ich wechsle mal die Waffe hier. Bop, bop. Junge! Ich hab manchmal gar nicht, was hier abgeht. Das ist total geil. Oh, ich hab den in die Luft geschossen, Alter. Junge! Ich schieße ein paar Racks nach vorne. Ja, mach das schon. Looten. Alter, ich kann ja meine Waffe wegschießen. Oh ja, was ist denn hier los? Damit, warte mal, hier, guck mal, pass auf. Dann sucht sie sich das Ziel oder so. Also, wenn sie auf dem Boden liegen würde. Okay. Bam. Auf Wiedersehen. Krass. Alter, Mann. Vor allem, wie viele hier schon sind. Einsehen. Die müssen. Junge! Krank, Laserschwerter. Sie verlieren die Kontrolle. Ich will ein Laserschwert. Ich will im Midi-Bereich, wo ich Sniper bin. Bin total bescheuert, Mann. Shoot me. Du musst immer das Gegend. Aua! Oh. Shoot me, McFace. Machen. Ja, ich bin aber manchmal nicht ready für die Veränderung, weißt du? Oha. Und dann lege ich mich hin, ziehe die Decke über den Kopf und denke mir, ja, die anderen werden das schon machen. So. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen. Oh, Mann. Alter! Was, Alter? Ich sammle hier gerade noch einen. Ich finde, die Steine sehen sehr krass aus. Das erinnert mich ein bisschen an den Elefanten da geradezu. Siehst du das? Also wenn ein Elefant zwei Beine hätte und mit seinem Rüssel irgendwo Alter. Ja, verkettet aber du wäre. Kannst ja so gucken, dass die Beine auch ein bisschen geteilt sind. Dass so halt der Blickwinkel ist halt ein bisschen komisch nur. Ja, okay. Stimmt. Aber 1A. Also mit dem Rüssel da, Alter, Junge. Ja, oder? Sich hart gegönnert. Feinster aber. Elefant. Es gab auch so ein Spiel mit dem Elefant, wo der so Schmetterlinge ausspuckt. Und dann musste man die fangen. So ein Gesellschaftsspiel gedönst, oder was? Naja, so würde ich das nicht nennen, eher ein Kinderspiel, aber. Ja, gut. Da, weißt du, wie das hieß? Das hieß Elefant. Boah, Marketing 20 Alter, von bitte. 100. Lol. Ist das dein Ernst? nein, ich hab mein. Ach scheiße, ich hab jetzt alles vermint hier. Cool, ich wollte da eh nicht looten. Wir können jetzt hier die Glocke schlagen. Boing! Alter, geil! Yeah! Oha! Hm.
Ich glaube, da hat nichts mehr zu lachen. Hallo. Maya. 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 Hallo, Maya. Hinter dir ein Laserschwert, Maya. Richtig nice. So. Stark. Sprichst du mal treibst dich also mit den Raiders rum. Schätze, Lilith musste mich früher oder später ersetzen. Bereit für etwas Action? Deswegen bin ich hier. Hintern. Und um sie zu treten. Ah, Hintern, Alter. Mir nach. Stehst wir treffen Hintern? Uns mit meiner Schülerin. Ja, falls schon. Sie noch nicht umgebracht worden ist. Das Fragment ist in einer eridianischen Einsiedelei eingeschlossen. Das Kloster wurde von Mönchen darum herum erbaut, die es für heilig hielten. Ist es vielleicht, aber im Moment zieht es die falsche Aufmerksamkeit auf sich. Wenn ich mich jetzt nicht irre. Ich kam von Pandora zurück, um diesen Ort zu schützen. Hat gut geklappt, bis Maliwan uns gefunden hat. Achtung, ihr dämlichen Pazifistenmönche! Hier spricht Unterdrücker Trond. Das ist nicht nur ein Titel, Unterdrückung ist mein Metier. Athenas ist jetzt Eigentum der Maliwan Corporation. Zutritt verboten. Oh, das ist Trond, die Nervensäge. Bislang konnte er nicht in die Einsiedelei vordringen. Aber wir sollten uns nicht auf seine Inkompetenz verlassen. Cool. Ich verlasse mich gern. Ihre, ja. Ist Maya, glaube ich, auch ein Charakter, den man in Teil 2 spielen konnte. Ich weiß, dass ihr glaubt, ich würde das tun, um euch zu quälen. Aber eigentlich mache ich das nur, damit mein großer Bruder stolz auf mich ist. Er ist ein General und ich habe deshalb einen riesigen Minderwertigkeitskomplex. Wenn ich also euer ganzes Kloster niederbrennen muss, um ihn zu beeindrucken, dann werde ich das tun, versteht ihr? Cool. Das versteht ihr doch, oder? Aber klar doch. Verstehst du, Junge? Verstehst du? Oh, brenne, du Sau! Alter, ich hab ihm verdammt nochmal eine Kugel in seinen Dickdarm gejagt. Ich bin so ein verdammter Verbrecher. Es ist einfach nur noch krank. Raus! Bats, Bats, Junge! Alter! Ist das deine Waffe immer, die so komplett wegflippen lässt? Ja. Das Schrotflinte halt, ne? Ja, es kam mir so vor, als wäre ich das manchmal gewesen. Was sind das Alter, für Fähigkeiten? Was? Guck dir den mal an! Junge! Gedöns, er ist Alter. Ein Badass-Schwebenock. Aber es wird ihn nicht retten. Putz! Oder halt doch. rechts von uns. Moment. Moment, das ist links. Ja, bei dir. Aber hier warst du rechts, ja. Nice. Mein Pet ist tot. Es hat sich geopfert. Und sie hat's gerettet. Gute Frau, Alter. Gute da. Oh, shit. Also, ich hab hier gerade überall. Void-Flächen und Eisflächen. Ja, absolut same. Ich komme gerade nicht mal zum Nachladen hier mit den Kollegen. Mein Robo ist gleich kaputt, Alter. Holy fuck, ich hätte mich bei dir einfach wieder ins Geschütz setzen sollen, vermutlich. Fick dich, du Pyrotyp, jetzt gibt's hier Kaka. Wenn ich dann in 5 Stunden irgendwann alles nachgeladen habe. Alter, Junge! Okay. So. Das ist sehr viel Explosion. Ich gern die Scheiße. Putz. Putz. Auf Wiedersehen. Boah, ich hab ne Sniper-Schrotflinte, aber die macht schon Spaß. Was zum Fick bin ich hörend? Ich hab die Waffe vermisst irgendwie. Oh shit! Bam. Lasst mich looten, ihr Penner, darum geht's in dem Game. Meine Fresse. So. Noch einer. Junge, wie viele Gegner sind wir hier im verdammten... Weiß ich nicht. Ich spiel Batman mit den Gegnern. Ja, wir sind anscheinend auf dem Batman-Feld. Oh, ich bin tot. Wo ist denn der Gegner da? Das Badmintonfeld des Todes, des Hasses. So. Ja, ich schmeiß ja meine Waffen immer weg und die tun mir halt auch weh, das vergesse ich immer. Ja, vielleicht solltest du das einfach lassen, Junge, immer alles wegzuschmeißen. Nice, muss alles weg. Es muss ja auch keine Wegwerfgesellschaft. Oh Mann, wenn ich atme, kann ich nicht treffen. Wenn ich aufhöre zu atmen, kann ich nicht leben. Das ist alles, das ist nicht meins, Junge. Zack. So. Junge, das war aber ordentlich. Ich wusste zwischenzeitlich wieder nicht. Da noch einer. Ja, die sind auch noch da, aber ich wollte das Ende einleiten. Vielleicht hören sie dann auf. Hier unten. Diese scheiß Flächen, ich sehe die manchmal gar nicht. So, noch irgendwer jetzt am Flitzen. Die Luft ist rein. Boah. Wenn wir nicht im Krieg sind, Leute, war das schon alles, fragt sie. Echt ein Albtraum. Junge, das war... Ich war nicht vorbereitet, muss ich sagen. So für den ersten Part der Aufnahme. Ja, aber haben wir das gut hingekriegt, ja, ne? Ja, keiner ist gestorben. Lol, Mao. Waffen. Ich darf auch mal sterben. Ich hätte mal gern richtig... Oh, hier ist eine Waffenkiste. Ich wollte gerade sagen, ich hätte mal gern richtig geile neue Waffen, Junge. Bin gleich unterwegs. Ich habe hier noch ein paar Mumpeln gefunden. Oh.
bist du denn, Alter? Dahin, wer bist du denn? Hier ist erstmal noch eine Waffe. Wo denn? Ach, du bist über mir, ne? Ja. Hinten bist du. Weil dein Pet kommt gerade nicht klar, das hängt hier die ganze Zeit rum, ey. Ich weiß nicht, ob ich die nehmen will. Meine ist halt geil gegen Schilde, aber auch nur gegen Schilde. Die ist cool. Ich krieg hier nur Einhandwaffen, Alter. Ja. Die andere Hand muss stets frei sein, du weißt. Die macht Damage. Diese Waffe, sie macht Damage. Da, die nehme ich. Und jetzt wechsle ich diese Knarre, die ich nicht anlegen kann, weil das Level 17 ist. Komplett reingeschissen. Geil. Ich nehme jetzt diese Waffe, die ich nicht tragen kann, Junge. Und dann werfe ich sie dir in die Fresse. Ja. Ja, du wolltest doch eh die ganzen Waffen wegwerfen. Ja. Passt das doch. Das ist die falsche Waffe hier gerade. Find's geil, wie du dann bei solchen Anguckverfahren immer in so einen halb brusselnden Unterton verfällst. Ein bisschen leiser wirst, aber man trotzdem alles so. Halt gerade alles so dann in den Kopf. Ja, meine ich. Man fühlt einfach in der Zeit mehr, als man versteht. Hier ist, was ist denn das? Clap, Sepp. Ach so. Oh. Was ist das denn? Das ist irgendein Getränkekarton oder was? Irgendwas mit Hydration. Aus Minion on the. Was? Go? Clap PS4P. Pro-Videos. War das PS4P dein Ernst eigentlich? Ich dachte. PS4P, Junge, man kennt ihn auf jeden Fall. Nice. Gut, wir haben ihn. Ich möchte das gern so stehen lassen. Und dann gehen wir jetzt an der Stelle weiter. Lässt mich dumm sterben. Und haben eine weitere. Na Mann, es ist Lead. Es ist. Das ist die 4 ist ein A. Oh, da komme ich ja sowieso nicht mit klar, wenn die Leute solche Namen teilweise haben, Alter. Oh, geil. Oh, okay, alles klar. Ja, ich fand das schön. Alter. Siehst du, hätte ich es dir mal nicht gesagt, dann hättest du jetzt nicht geärgert. Da wäre ich wieder dumm gestorben und dann kommt jemand irgendwo mal und sagt, hier, guck mal, wie ich heiße und dann verstehst du wieder nicht. Man kennt das so auf der Straße, guck mal, wie ich heiße. Ja, ja, warte ab, in der Zukunft werden wir uns nur noch mit Nickname ansprechen. Ja, ich hoffe auf jeden Fall. Wie Maya jetzt. Gehen wir an. Wir müssen den Möppel. Ach so, ey, das habe ich schon vergessen. Ich war so im Lead-Modus. Weil in diesem Land kann man die Tür nur mit einem Gong öffnen. Geil, schön die Glocken läuten. Ich fasse es immer noch nicht, was Tyrene Lilith angetan hat. Wenn wir die Schlampe erwischen, wird abgerechnet. Ist das ein Gegner? Maya, wo ist die Kleine? Naja. Sucht vermutlich Ärger. Das sind unsere Mönche, Alter. Ob du Maya. Hast oder machst, mögen die 6 Stürme dich schützen. Er hat recht, ich sollte nach meiner Schülerin sehen. Ava, bewachst du noch die Bibliothek? Maya! Hey, ja, ich bin sowas von bei der Bibliothek. Du hast doch gesagt, ich soll dort bleiben. Hier, weil ich bin ja noch hier. Das war ein Buch. Ich muss los. Ava ist so schwer an einem Ort zu halten wie Quecksilber. Aber deshalb habe ich sie aufgenommen. Entweder wird sie umgebracht oder ich bringe ihr bei, zu überleben. Cool. Achtung, Mönche von Athenas! Ich greife schon wieder an. Hier spricht Captain Trant. Gebt sofort das Schlüsselfragment heraus, oder wir verkleinern euren so blöd friedlichen Planeten. Das heißt, wir sprengen ihn. Danke. Ich liebe diese Firma. Das ist schon wieder so ein dicker Badass genommen. Ja, wollte ich. Oh Junge, was schmeißen die schon wieder? Oh, piss euch. Leck mich. Ich muss dringend meine Kackerwaffe rausholen. Oh, die muss ich erstmal aufziehen wieder. Oh nein! Die muss ich gar nicht aufziehen. Oh doch. Kannst gleich die Scheiße raushauen. Ich hab mich verguckt. Ich dachte, ich hab schon wieder keine Muni mehr. Aber doch, ich hab noch keine Granaten mehr. Ich hab einfach alle rausgepfeffert, Junge. Fuck, ja, Mann. Wie fühlt sich dein letzter? Oh, da ist wieder ein Dicker in der Mitte. Ja, da ist wieder Schneeronny. Schwerer Schneeronny. Oh oh. Putz, aber die Kacke, die gefällt ihm nicht, Junge. Ja, Mann. Ich liebe diese Waffe. Sie sucht sich dann auch die Gegner. Das ist echt geil. Bam! Oh. Fleischdieb! Rettet sie Fleischdieb? Nee, diesmal feindet sie lieber. Okay. Oh nee! Oh nein, er liegt in der Eissutsche. Aber ich muss ihn retten. Er ist doch mein Boy. Es liegt noch Juhu. Viel Arbeit vor uns. Geil. Hier ist was Blaues. Oh! Hier ist eine kleine Hütte. Das ist ein Sniper. Oh! Ich habe was für Claptrap gefunden. Das ist nice. Ich nehme jetzt das neue Sniper. Und Gegner! Es ist kein Sniper. Shit. Oh, ich habe ihn runtergekickt.
Mit der Schrotflinte habe ich ihn runtergeschossen. Ey, es hat aber ein Sniper-Symbol. Bin super verwirrt. Dann sammeln wir das gleich zusammen ein, oder? Oder wie zusammen? Das Claptrap-Ding, oder möchtest du... Ach so. Ich war gerade voll in dem Sniper drin. Ich habe dich nur so unterschwellig irgendwie geliebt, Ding. Mann. Lol. Oh. Bist du da? Jo. Seht euch den beschissenen Nerd an! Junge. Okay. Gut. Seht euch den beschissenen Nerd an, Alter. Ich dachte erst, er hat dich gemeint, aber er meint den anderen Claptrap. Nice. So, Waffenkiste. Mehr, ich brauche mehr Waffen. Oh, was ist denn das? Bazooka, Alter. Alter, das sieht komplett krass aus. Das kann ich noch nicht nehmen. Werde ich, glaube ich, mal anlegen. Ich schmeiß mal was weg hier gerade. Da, 290. Fallen lassen. Böp. Böp. Will ich mal tauschen mit. Wo ist meine Bazooka? Ist das hier? Manche Waffen sehen einfach geil aus. Guck mal, was hier, Alter, steht auf dem Stuhl. Da steht irgendwie. Ja, das kann ich wieder nicht lesen. PS4P, Junge. Richtig krass. Ich frage mich, was das heißt. Nee, ich geh jetzt. Manche Waffen sind scheiße, sehen aber so gut aus, dass ich sie benutzen werde, weißt du? Das meinte ich gerade eigentlich nur. Voll schön. Boah. Junge. Okay. Ja, ey, du machst hier voll einen auf Zarya. Ja, Mann. Richtig krass, so eine Partikelkanone. Boah, das ist doch die Ulti, Alter, wo ich alle Gegner zusammenziehe und auf jeden. Instant, ey. Kannst du Russisch? Nee. Rush was? B, Alter. Ja. Rush B. Geil. Ja, Ulti läuft auf jeden Fall. Ultimate bereit. Hallo. Die Mucke wieder. Ah, hier ist der Dong wieder. So ein bisschen wie bei Avatar hier auf Craxo. Wärst du bei Beginn der Invasion da gewesen, hätten wir Alleinstand gehalten. Jetzt läute die Glocke. Leute, die Glocke. So, ich brauche Iridium, um in die Einsiedelei zu gelangen. Es stärkt meine Sirenenkräfte. Ganz und gar nicht nebenbei bemerkt, was hältst du von Grabräuberei? Ist geil. Hab ich Schlimmeres getan. Weitaus Schlimmeres. Ehrlich. Gut. Auf dem Friedhof ist etwas Iridium versteckt. Irgendwas sagt mir, dass Ava schon da ist. Sie wird dir helfen. Cool, hey. Ich war noch nie in der Einsiedelei. Es sind iridianische Schutzvorrichtungen darum. Aber die müsste ich umgehen können. Oh, oh, was ist das? Es gibt eine Passage in meinem Buch über alte Sirenentechniken. Ich hole es mir, da die Bibliothek nicht bewacht ist, und komme nach. Sirenentechniken, Alter. Ich bin übrigens doch nicht zu low-levelig für die Waffe. Ich komme nur wie immer überhaupt nicht klar auf alles, was ich sehe. Ja, dafür kann ich nicht lesen. So. Ja. Wir kriegen das schon irgendwie. Wir machen das schon irgendwie, ja. Das läuft schon. Oh, das sieht aber schön aus hier. Guck mal. Das finde ich nice. Ausblick, oh, da gehe ich jetzt gleich baden, Junge. Oder? Spring mal rein. Was passiert denn da? Wo? Sterbe ich wahrscheinlich wieder. Nee, dann halt schwimmst mal. Du einfach. Ja, ich schwimme. Oh. Das sah gut aus. Ja, ey. Sah nice aus. Ja, wo ich, bist du? Ja. Die Gebühr 605. Nein. Ja, naja, für ein Bade, also Freibäder kosten das auch mittlerweile einen Eintritt. Ja, $605 bitte. Ja. Kein Problem, kriege ich noch ein Eis? Nö. $750 bitte. Wir müssen uns ja auch irgendwie finanzieren, Alter. Muss man mal ein bisschen tiefer in den Hoden greifen. So, Muni. Habe ich Muni voll? Ja. Ich habe so viele Kisten aufgemacht. Es muss eigentlich voll sein, alles. Ein bisschen konnte ich jetzt noch nachlegen. Echt? Okay. Ich bin eigentlich happy. Ich bin so ein richtiger kleiner happy Motherfucker, weißt du? Ja. So einer klatsch. Bin ich wieder. Dann klatsch! Ja. So, du hüpfst so unkontrolliert. Müssen wir hier nicht rein? Ich hatte auch gedacht, dass wir das mit einem Gong irgendwie öffnen können, aber ich finde den Gong nicht, Alter. Ja, okay, dann suchen wir erstmal den Gong. Wie hieß der zweite Boss in der Saalor? Nee, Grong war das. Genau, nicht Gong. Der Gong. Affe. Grong. Muni. Ich mag deine Begeisterung so, besser. Oh, was ist das? Ach, Ratch, wow. Junge, die gibt's auch hier, oder was? Können wir wieder Burger machen? Böp. Und Fliegeviecher, Red Spucker. Falle und werde für die Jagd wiedergeboren. Ich hab
Ein Meter Abstand hier. Wieder eine Ratschlinge. Putz! Oh, in der Luft mit dem Kacke-Ding getroffen, Junge. Ich bin ein Gott! So. Oh shit, der lebt ja noch. Ich verstehe dich auch gerade nicht, weil alles voller explodierender Kacke ist einfach. Ja, Kacke. Die Ratsch sind ja sowas wie die Ameisen hier, ne? Also die können fliegen, können schon laufen. Ein paar Kackinsekten, ja. Tunnel graben. Mein Cousin hat man nicht geglaubt, dass es fliegende Ameisen gibt. Dachte, ich will ihn verarschen. Echt? Ja. Freaky, Mann. Hat man doch schon im Kindesalter gefunden und die dann gegessen. Ausgesetzt. Ach so. Ja, ja, meinte ich auch. Ja, hier ist eine neue Waffe. Eine neue Waffe. Die ist gar nicht mal so viel besser. Das ist schon schade. Ich möchte gern bessere neue Waffen. Sie werden es nie lernen. Und ich hätte eben auch verkaufen können. Wieso sind was hier jetzt so viele... Oh, Junge, was tust du tun? Nate! Wir sind hier einfach gelandet, Alter. Oha. Erstmal reinklettern hier. So. Roms, Alter. Geil. Seht euch meine Abschussquote an. Ja, das ist meine Abschussquote, Alter. Laber nicht. Das meine. Wo fliegt denn der hier? Ich sehe ihn nicht. Da ist er. Ach, hier unten, Alter. Hier unten. Unten im Himmel. Bam. So. Ja. Da drüben ist noch einer gelandet. Oh shit, hier sind auch noch mehr Fliegeviecher. Oh, ich krieg nicht. Genau die hinter uns ab und ich schieße sie vor uns. Ja, ab. Geil. Und dann mach ich doch vorne mit, hä, weil ich ein Rebell bin, Alter. Tschüss. So. Okay, das war's. Cool. Haben wir jetzt alles? Ey, gibt's. Da ist irgendwie. Stormbrew, Alter, da ist Shen, diesem fucking Charles der Vier Winde angekommen. Schönes Sturmboy. Finde ich gut. Jawohl. Ja, erstmal gönnen. Wenn wir da mal gucken, da ist doch locker irgendwas. Ja, lass mal ein paar Drinks zu uns nehmen, Alter. Ja, ein bisschen, das Lean sippen. Ja, und irgend so ein Audio-Log. Was? Nice. Erledigt. Es ist erledigt. Und es gibt kein Zurück. Junge. Ich kann es keiner Seele sagen. Ich muss abwarten. Hätte nicht so kommen müssen. Aber diese blöde Sirenenschlampe stolziert rum, als würde das Kloster ihr gehören. Sie ist abgehauen. Und jetzt ist sie die große Verteidigerin von Athenas. Nun, wir werden ja sehen, was passiert, wenn der Sturm hereinbricht. Und wenn Maliwon erst das Fragment hat, gehört das Kloster wieder mir. Oha. Oh nein, da kommt ihre Göre. Guten Abend, Bruder Sinon. Wie läuft's, Kleine? Wenn ich die Statue der Stille noch eine Minute länger anstarren muss, pinkle ich drauf. Das schwör ich. Ehre. Wärst du nicht die Erste? Na bitte, du verstehst das. Bis später, Bruder Sinon. Mach's gut. Oh, Kind, warte. Geh lieber rein, da braut sich ein Sturm zusammen. Was faselst du da? Es ist kein Wölkchen am Himmel. Schon, aber auf Athenas schlägt das Wetter schnell um. Such dir besser ein sicheres Plätzchen. Oha, gar nicht Pedo oder so. Nice. Und mit dieser schönen Audiosequenz werden wir uns aus diesem Part gemeinschaftlich verabschieden, um dann hier heimlich zu saufen und vielleicht auch ein bisschen uns gegenseitig anzugeilen. Aber mehr davon sehen wir dann im nächsten Part. Bis dahin, haut rein, Showhaus. Macht's gut. Gut, dann würde ich sagen... Mich mitreißen lassen, sorry. Würde ich jetzt zählen? Mach. 3, 2, 1.